Hallo Leute. Heute ist ein Paket von Amazon angekommen. Und ich habe mir gedacht, da ich jetzt Influencer bin und noch nie ein Unboxing gemacht habe und das potenziell eigentlich auch ganz interessant ist, für Leute, die mir Geld geben wollen dafür, dass ich Sachen auspacke, heute das erste Unboxing auf UX Charlies Kanal. Und jetzt kommt die Unboxing-Sequenz, in der ich das ganz schnell auspacke. Ja, übrigens, was ich mir bestellt habe, ne, ist ein Rode NT1. Nicht NT1A, das Rode NT1 ist eine neue Generation. Mit einem Interface, denn das aktuelle, was ich ja gerade habe, ist ein Blue Yeti. Das ist ein ganz normales USB-Mic. Und ich habe gedacht, das Blue Yeti, was ich jetzt hier, auch Influencer, das Blue Yeti, was ich hier, oh, das war ein bisschen laut hier auf der Audacity-Skala. Das Blue Yeti, was ich habe, hat mir einfach nicht mehr gereicht. Also, es nimmt halt zu viel Raum auf. Also, das jetzige nimmt auch viel wahrscheinlich vom Raum auf. Und vor allem den PC-Sound im Hintergrund, beziehungsweise die Geräusche vom PC ist halt kein Soundeffekt. Deswegen habe ich mir gedacht, bestelle ich mir ein etwas ruhigeres Mikrofon. Ihr wisst, was ich meine ungefähr. Ich kann es auf jeden Fall sehr viel besser mit dem neuen Mikrofon auspendeln, mit dem Rauschen im Hintergrund, als mit dem Blue Yeti der Fall ist. Deswegen, ich wollte einfach absteppen. So Leute, das ist der Bums. Rode. Okay, ich habe doch extra den Monitor für. Das Rode NT1 und AI. Eins. Ja, also wir haben halt einmal dieses Interface dabei und dann das Rode und dann habe ich auch noch im zweiten Paket, was ich zugeschickt bekommen habe, für sehr viel Geld. Aber das soll sich ja ändern mit dem, dass ich Geld bezahle. Also ich möchte, die nächsten Unboxings sollen nur Sachen sein, die ich, ihr wisst schon, dieses Unboxing ist nicht gesponsert von Rode, leider. Rode, falls ihr noch besseres Modell habt oder so, dann schickt mir das gerne zu. Ihr seht ja oben links auch nicht irgendwie Werbung oder so, das ist leider alles selbst gekauft. Ich weiß gar nicht, sollen wir jetzt mit dem ersten? Nee, ich glaube, der Mikrofonarm, den kennt man ja eigentlich. Das ist dieser PSA1, den mache ich gleich auch noch für die Hartgesottenen. Aber euch interessiert ja sicherlich nur dieses Rode NT1. Weswegen vielleicht auch manche hier auf dieses Video geklickt haben. Ich bin übrigens UX Charlie, ich bin in der Organisation UX Gaming. Und alles andere sind schlechtere Organisationen. Den Merch gibt es bei der Supply. Relativ günstig auch zu erwerben. Ich glaube, ich nehme doch nochmal lieber die Schere. Ja, okay. Das sieht halt ziemlich geil aus hier mit diesem Gold und so, ne? Deswegen will ich das nicht so wirklich kaputt machen. Normalerweise ist mir das immer so scheißegal, also auch an Weihnachten immer. Wenn ich Geschenke auspacke, ist das meistens nicht sehr liebevoll. Alter! Oh, und jetzt kann man das hier nach vorne öffnen. Sehr schön, Leute. So, pass auf, nee, machen wir nochmal zu. Machen wir jetzt einen coolen Effekt draus. Buff. Fail, Leute, nochmal. So, reicht. Was haben wir denn da alles schön mit dabei in unserem Rode Care Package heute? Wir haben den Rode NT, einfach die Bedienungsanleitung. Say hello to the new studio, ja, ja. Dann haben wir hier. Oh, wer ist das jetzt nochmal? Das Interface haben wir hier. Hier haben wir das. Oh, okay, ich habe schon mit meinen Fettfingern drauf. Das ist Rode NT A1i Interface. Für die ganzen Leute, die sich damit nicht auskennen, manche Mikrofone, wie zum Beispiel das, mit dem ich jetzt gerade aufnehme, das Rode Yeti, das Blue Yeti, das steckst halt einfach in den USB-Schlitz ein und dann kannst loslegen und für das bringen brauchst du ein bisschen, also das NT1 ist jetzt halt ein XLR-Mikrofon, also du schließt es mit einem XLR-Kabel an diesem Prozessor Interface an und dann läuft der Bums über USB dann da ja doch irgendwie in den PC. Das ist dann, denke ich mal, das Ding, was ich hier anschließen muss, aber ich glaube, das machen wir später. Übrigens, so, das, was ich jetzt hier unboxed habe, ist so ein Kabel. Das ist, denke ich mal, das, was hier irgendwie ins Interface kommt. Ich kann ja mal gucken direkt, wo das reingeht. Ich denke mal, hier ist dieser USB-Port. Hier kannst du dann halt das Mikrofon einstecken mit dem XLR-Stecker. Hier kannst du den Gain, glaube ich, aufdrehen und das andere ist, glaube ich, auch ein Regler. Und hier kannst du noch Kopfhörer reinstecken, aber ich glaube, das sind diese besonderen Studio-Kopfhörer, die du reinstecken kannst. Wenn man Floyd ist, kann man da sehr viele Dinge reinstecken. So, dann kommen wir jetzt erstmal zu dieser Mikrofonspinne, die mit dabei ist, die sehr futuristisch aussieht, ehrlich gesagt. Da tust du halt einfach das Mikrofon rein und dann macht es halt ein bisschen, vielleicht, falls man das erkennen kann, dann wenn ich jetzt beim Blue Yeti einmal auf den Tisch klopfe, ne? Hört es euch mal an. Und das soll halt vermieden werden, ja? Deswegen eben diese Spinne, weil das Mikrofon jetzt halt direkt auf dem Tisch draufsteht und wenn ich drauf haue, dann hört das Mikrofon das logischerweise ab. Aber wenn ich halt das Ding hier hab und dann das Mikrofon da rein tue, dann wird das halt so abgefedert mäßig so. Cool! Außerdem haben wir dann natürlich das ganz reguläre, das Herzstück, Freunde. Das Rode NT
1. Alles selbst bezahlt. Also ich hatte ja letztens Geburtstag, wie ihr alle wisst. Deswegen nochmal einen Daumen nach oben geben. Und von dem ganzen Geburtstagsgeld, was ich so bekommen habe, habe ich mir halt dieses Mikrofon gekauft. Ja. Hier kann ich auf jeden Fall irgendwie so drehen. So sieht das übrigens aus. Hier Influencers. Achtung, ja. Das ist super. Hier steht das nochmal drauf. Aus Australien kommt das. Oder beziehungsweise, ne? Austria kennen wir alle, ist ja Österreich. Ja, und das ist das Mikrofon. Und dann haben wir jetzt noch hier so einen kleinen Sack, in dem man entweder Spielkarten reintun kann oder eben das Mikrofon, wenn man ein Perverser ist oder so. Nee, also hier kannst du halt das Mikrofon reintun und dann... Zip. Passt nicht mal... Passt das ganz rein? Ja, es passt knapp auf jeden Fall rein. Na, vielleicht da unten in Down Under passt es eher rein. Lifty Tray for XLR Kabel. Stimmt das? Ah, ich habe ja noch ganz andere Sachen vergessen. Hier, das ist übrigens dieser Popschutz. Denn wenn ich jetzt hier beim Blue Yeti, habe ich jetzt gerade keinen Popschutz drauf, Freunde. Jetzt sind wir ein bisschen näher dran hier. Und wenn ich jetzt ein... macht, dann hört ihr das relativ laut. Aber wenn ich jetzt diese magische Wand, diese magische Mauer dort vortue, seht die Magie, die australische Magie. Puh. Ah, hat geklappt. Also zumindest sieht so aus. Hm. Magie. Ja, in diese Spinne rein und dann hast du hier schon was. Und, okay, ich hatte schon fast gedacht, das wäre nicht im Lieferding mit dabei. Natürlich ist noch ein XLR-Kabel damit dabei, damit ich das Mikrofon auch anschließen kann. Ganz gut. Da haben die mich echt gebaitet. Nicht schlecht, Rode, nicht schlecht. Oder Rode, Alter. Ich würde sagen, das passt. So, und jetzt haben wir eigentlich hier schon alles fertig. Dann würde ich sagen, wir haben auf jeden Fall diese Spinne. Dann muss man auf jeden Fall irgendwie dieses Mikrofon hier reinbekommen. Ich weiß nicht, ob man das dann so direkt da festdrehen kann. Muss ich das hier vielleicht abschrauben? Vielleicht geht es davon auch kaputt, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Aber es sieht so aus, als könnte man das hier einfach abschrauben. Sieht nice aus, okay. Vielleicht hätte ich es auch direkt mal in die richtige Richtung, genau. Ja, vielleicht auch mal in die richtige Richtung drehen. So, und ich glaube, das hier müsste die richtige Richtung sein. Ich hoffe es einfach mal für euch, Leute. Denn wir werden das Ding ja wahrscheinlich gleich auch nochmal austesten. Werdet es dann auch wahrscheinlich schon im nächsten Video dann sehen. Oder beziehungsweise... hören, wie sich das Ganze auch anhört. So, ich glaube, das ist jetzt relativ mittig, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber auf jeden Fall, hier sieht man schon, dass es so hier wackel, wackel, wackel. Ihr werdet schon verstehen, warum man so ein Ding hat. Wie gesagt, habe ich jetzt hier schon dieses Interface. Das geht dann halt mit diesem Kabel. So ein bisschen wie die Elgato, könnt ihr euch vorstellen. Elgato, Shoutout. Ja, man hat halt hier dieses Interface. Dann geht das hier mit dem USB-Ding halt in den PC rein. Und dann habt ihr halt noch dieses XLR-Kabel. Und das geht halt hier in das Mikrofon rein. Einfacher geht's nicht. Achso, doch, also einfacher geht's schon, aber dann hört sich halt nicht so geil an. Ne? Ihr versteht, was ich meine, Leute. So. Gleich übrigens machen wir auch noch den Mikrofonarm. Also, ne, nach diesem Unboxing folgt noch ein Unboxing. Was auch nicht gesponsert wurde. Leider. Übrigens für alle Leute, die jetzt hier in der Kamera zuschauen. Ja, ihr seht schon, meine Nase sieht etwas geschminkt aus. Das liegt an meiner Maske, die ich habe. Hier an unserem Filmset haben wir eine sehr, sehr hübsche Frau in der Maske. Und die hat mir das gemacht, weil ich sehe heute ein bisschen aus wie Rudolf, weil ich glaube, ich habe einen, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, aber ich habe einen Pickel, glaube ich, in der Nase. Und den hat sie so ein bisschen verdeckt. Ein bisschen gay aus, aber ich stehe dazu. Ich bin gern Rudolf, aber hier war es ein bisschen peinlich, deswegen der Maske hier an unserem Filmset. Deswegen, ja. Sieht es geschminkt aus und ist auch geschminkt. Dann schließen wir das Ding mal an. Zack. Habt ihr gesehen, wie das Ding hier rein tut? So, und jetzt kann man das sicherlich irgendwie hier ins Interface tun. Ha. Easy, boy. Jetzt haben wir eigentlich schon alles hier mit angeschlossen. Dann würde ich sagen, machen wir das nächste Package auf. So, das Package ist ein bisschen größer. Aber das heißt ja nicht, dass wir dadurch weniger Spaß haben, Freunde. Okay, das sieht jetzt... Oh doch, das sieht ja doch sehr gut. Oh, da habe ich schon ein bisschen zu tief gestochen, glaube ich. ja. Jetzt hier wieder Sequenz, wie ich das ganz schnell auspacke. Seht ihr das hier oben, Alter, wie fett dieses Paket ist und wie klein dieser Mikrofonarmpaket ist? Guck mal, das da oben. Guck mal, das ist einfach nur ein Drittel. Okay, das hätte man sich. Oh, hättet ihr euch auch schon sparen können, Rode, ne? Das Problem ist, ich hätte dieses Unboxing schon eher gemacht, da ich schon am Freitag bestellt habe, letzten Freitag. Aber der Mikrofonarm hat länger... Leute. Freunde von Rode da draußen, ne? Jetzt weiß ich auch, warum das länger gedauert hat. Ist wo vom Laster gefallen? UX Charlie bekommt hier die B-Ware. UX Charlie bekommt hier die B-Ware.
Wir packen erstmal aus. Gut, jetzt ist hier alles ein bisschen voll mit den anderen. Och, ich bin so glücklich, ne? Ich packe solche Sachen echt mega gerne aus. Deswegen wollte ich das einfach auch mal ein YouTube irgendwie verwursten, ein YouTube-Video, ne? Das würde ich eigentlich ausdrücken. So, packen wir mal aus. Huch, da. Ja, okay. So, das ist, habe ich auf jeden Fall erstmal ausgepackt. Das kleine Viech war mit dabei. Übrigens, soll ich mal so eine PO-Box machen? Also so ein Fach, Leute. So ein Fach. So ein Postfach, Fanfach, damit ihr mir Sachen schicken könnt. Ich glaube, das wären richtig kranke Scheißsachen bei mir, weil ich hab echt richtig kranke Fans, also beziehungsweise Zuschauer. Ne? Ich will jetzt euch nicht als Fans bezeichnen oder so. Und für die ganzen Leute, die jetzt nur wegen dem Mikrofon da sind, das tut mir leid. Falls irgendeiner von da draußen sich, also der nicht mal Abonnent ist, sich noch irgendwie für Call of Duty-Videos und vielleicht auch Fortnite-Videos interessiert, will ich vielleicht noch mal ein paar andere Videos von mir gucken. Ah, ich habe noch eine Schere. So sieht das gute Stück jetzt aus. Und man soll auf jeden Fall aufpassen, aber ich habe schon in YouTube-Tutorials oder so Unboxings gesehen, dass das gar nicht so schlimm ist, wenn das Ding hier ausfährt. Aber ich habe schon ein bisschen Angst. Oh, ich weiß nicht so ganz, wie ich das machen soll überhaupt. Ist das jetzt mein Todesurteil, wenn ich das mache? Ich weiß nicht, wie doll das jetzt hier wird, Alter. Okay, bisher passiert das noch nicht. Oh. Naja. So sieht das Ding jetzt aus hier. Auf jeden Fall habe ich jetzt das Ding hier ausgepackt und da kann man diesen Mikrofonarm dran befestigen, damit es halt an den Tisch passt. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal gleich hier ran. I don't give a damn. Für das Video mache ich es jetzt erstmal so. Ja, auch wieder eine Sequenz, dass es ganz schnell geht. So, jetzt müsste das ungefähr auch an den Dings passen. Ja, das müsste gehen irgendwie. Wofür dieser Stift, das weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Ich glaube, ich baue den einfach mal direkt ran. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Hält der überhaupt hier so schräg an der Seite? Ich weiß nicht, ob das... Oh ja, sieht aber ganz gut aus. Weil hier tue ich das ja bestimmt irgendwie so rauf. Aber so scheint es nicht ganz so zu klappen. Das ist auf jeden Fall schon der teurere. Ich habe mir extra den teuren gekauft, weil da gesagt wurde, man kann den richtig gut verstellen. Aber so ganz stimmt irgendwas mit Schrauben an und ja, okay, Schrauben anziehen und auf... Schrauben aufziehen. Ja, das... ASMR, das klimpert schon so ein bisschen. Also das Ding tut man halt, wenn man hier halt so ein Loch im Schreibtisch hat, dann tut man das da halt so. Also dann, ne, dann haust du es da so rein und dann kannst du das auch direkt da festmachen. Aber ich will es halt hier an dem Ding fest. Ist jetzt hier eine Anleitung mit dabei, Leute? Wie auch von außen eine Grafik oder so, das wäre mir sehr viel lieber, aber ich denke nicht. Nee. PSA 1 Instruction Manual, Leute, wir sind ja Englisch. Bilingual, trilingual, si, Senora. Ach, das macht man rückwärts dran. Also nicht so, sondern ich glaube umgekehrt. Also, dass das Ding hier unten ist. Glaube ich. Okay, Leute, vielleicht war das jetzt ein bisschen Fail für die ganzen Leute, die sich schon ein paar mehr Unboxings von dem Ding ja durchgesehen haben. Ja, naja. So rum natürlich, Leute. So rum. Wer hätte es nicht gedacht. Und jetzt kann ich es auch da reinstecken, denke ich. So. Jawollo. Und das hätte ich jetzt gern so fest. Geht das? Ich einfach diese... Das ist übrigens eine Giraffenschere. Link dazu in der Videobeschreibung. Seht ihr das hier so? Ne, Giraffe? Ja, genau, Giraffe. Kann ich das jetzt einfach hier so... Okay, das ist ein bisschen zu dünn. Obwohl, kann ich das mit ein? Ja, sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Wäre ein gutes Thumbnail. Ich guck einfach mal, ob ich jetzt so einen richtigen Dings habe. Ich habe nur einen Kreuzschlitz, Freunde. Das trifft sich jetzt ja nicht so gut. Okay, das scheint nicht ganz so gut zu funktionieren, Leute. Geldmünzen-Ding vielleicht? Okay, ich will jetzt hier keine Scheine rausholen, Leute. Das ist ein 50er. 50er ist zu breit. 5er? Auch zu breit. Und die anderen sind, ich glaube, 1er und 2er sind die alle gleich dick? Ja. Okay. Das scheint auch nicht zu funktionieren. Vielleicht geht's ja mit einem Private Beta Code. Ah, es geht auf jeden Fall schon schwerer. Ich muss jetzt aber los, da ich ein Radioseminar habe. Wir sehen uns. Einfach in meiner gleichen Konstellation. Und hoffentlich mit irgendwas, mit dem ich das hier festbekomme. Gleich wieder. Und mittlerweile sprechen wir jetzt hier mit dem Rode NT1. Es ist ein ganzer Tag vergangen, Leute. Ja, gestern Abend hatte ich einfach nicht mehr die Zeit gefunden, da meine Freundin noch UX-Besprechung hatte. So hört sich auf jeden Fall jetzt das Rode NT1 an. Ich habe hier ganz rechts, vielleicht erkennt man das hier. Hallo? Hier habe ich halt dieses Interface jetzt zwischengeschaltet. Das war am Anfang noch so ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt, das Ding hier zwischenzuschalten. Also ihr müsst auf jeden Fall auf diese Reihenfolge achten, die in der Bedienungsanleitung aufgelistet ist. Und die Bedienungsanleitung. Dann erst funktioniert das so wirklich, weil ihr müsst ja so ein paar Knöpfe drücken, um mal diese Phantomspeisung einzustellen. Und jetzt kann ich auf jeden Fall reden. Wie gesagt, Leute, falls ihr jetzt gerade nicht mich kennt,
kennt und dieses Video einfach nur so schaut. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Mikrofonexperte oder so, also falls ihr dieses Video jetzt gerade nur anschaut, weil ihr euch für das Rode hier interessiert. Bisher finde ich es auf jeden Fall richtig geil. Also erstmal tut mir sehr leid dafür, dass ihr auf dieses Video geklickt habt. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr enttäuscht worden. Meine ganzen normalen Abonnenten, die wissen ja, wie ich so drauf bin und haben sich hoffentlich über dieses Unboxing gefreut. Wenn ja, dann könnt ihr mir das auf jeden Fall mal wissen lassen. Ihr könnt mir das wissen lassen. Freunde. So klingt nun auf jeden Fall das Rode NT1 mit dem AI1 zwischengeschaltet als Interface. Irgendwann bekomme ich diesen Scheißbegriff auch nochmal in meinen Kopf. So klingt nun jetzt aber das Rode NT1 mit dem AI1 Interface drangeschaltet, zwischengeschaltet, whatever. So klingt es jetzt Vanilla, also ohne, dass ich das irgendwie bearbeitet habe mit der Stimme. Ich habe es gestern mal versucht, das Ganze noch irgendwie so mit so einem Equalizer und so bei Audacity zu bearbeiten, aber aktuell habe ich da noch keine geilen Settings, weil, also müsst ihr wissen, dieses Blue-Mikrofon, was ich halt vorher hatte, auch ein gutes Mikrofon auf jeden Fall für Anfänger. Ich habe das 4 Jahre jetzt die ganze Zeit für YouTube genutzt. Es ist halt so ein Mikrofon, was relativ neutral aufzeichnet. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Rode jetzt hier gar nicht neutral oder sowas aufnimmt. Also ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, dass dieses Rode jetzt nicht total neutral aufnimmt, aber beim Rode hört es sich jetzt einfach so ein bisschen mehr crispy an. Wisst ihr, wie ich meine? Ich versuche es jetzt einfach nochmal ein bisschen zu bearbeiten. Ab jetzt, jetzt ist meine Stimme ein bisschen eher bearbeitet. Damit ihr jetzt auch nochmal so einen Vergleich hier irgendwie habt. Also das Ganze ist jetzt mit Audacity bearbeitet für alle Experten, die jetzt mit Studio One oder was weiß ich arbeiten. Ich arbeite eben mit Audacity größtenteils. Ich wollte, wie gesagt, einfach mal ein Mikrofon haben, mit dem ich Livestream kann und die Stimmenqualität halt trotzdem cool klingt. Wie gesagt, wir machen jetzt mit UX Gaming gerade halt einen Podcast, bei dem ich eigentlich bis jetzt, ich war bei jeder Folge bisher dabei. Ich glaube, jetzt haben wir schon 3 Folgen aufgenommen. Könnt ihr auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung auschecken. Ich packe euch dann einen Link rein zu der Playlist. Aber ich wollte halt eine bessere Soundqualität haben und in der man halt nicht so viel vom Hintergrund jetzt hört. Also der PC war auch in den Videos, es hat mich mega abgefuckt, dass der PC immer in den Videos zu hören ist. Wenn ich irgendwie gerade spiele, also ihr seht mich irgendwie spielen oder so und ich bin mega konzentriert und gucke so wie ein Mongo so, ungefähr wie jetzt. Ich blende euch da einfach mal ein Beispiel ein, wie ich da aussehe, wenn ich konzentriert bin. Und man hört halt die ganze Zeit im Hintergrund dieses PC-Geräusch, wie ihr wahrscheinlich auch am Anfang hier bei dem Blue Yeti mitbekommen habt. So klingt es auf jeden Fall jetzt und ich hoffe, dass der PC weniger zu hören ist. Denn es hat mich wirklich, also wahrscheinlich hat es keinen von euch da draußen abgefuckt, aber mich hat es abgefuckt. Mich hat es abgefuckt, aber extrem. Und das wollte ich ändern, das habe ich mir zum Geburtstag praktisch gewünscht und das habe ich nun mit diesem Mikrofon auch hoffentlich erreicht. Schaut euch unbedingt UX Uncut an, wenn euch dieses Video gefallen hat und falls ich mal noch ein weiteres Unboxing machen soll, vielleicht ja auch irgendwann mal von einem Energy Drink Sponsor von, da werde ich bestimmt auch irgendwann mal einen Unboxing machen und vielleicht klären wir auch irgendwann noch einmal die Frage, warum Effect Energy in meinen Videos seit Anfang des Jahres nicht mehr vorkommt. Denn das werden sich viele gefragt haben. Hashtag wo ist Effect? Wenn ihr euch für die Frage interessiert, warum OX Charlie kein Effect mehr promotet, schreibt mal in die Kommentare Hashtag wo ist Effect. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, dann könnt ihr mich auf jeden Fall auch gerne abonnieren. Und wenn ihr mich bereits abonniert habt, dann verfickt nochmal, aktiviert diese gottverdammte Glocke. Und wenn ihr sie aktiviert, dann geht ihr auf jede Benachrichtigung. Denn wenn ich ein Video hochlade, dann stecke ich da wirklich mega viel Zeit rein. Ich bin kein Muscle Scorpion oder Visca Barca oder ApoRed, der irgendwelche Livestream-Ausschnitte irgendwie, der sich 2 Stunden am Abend irgendwie in die Konsole setzt, irgendwie kurz aufnimmt, die sich die Aufnahme anguckt und sich dann denkt, ach ja, die Runde, da habe ich über irgendwas geredet, das kann ich als guten Titel verpacken und dann klicken da ganz viele Leute drauf. So bin ich nicht, Leute. Wenn ich wirklich ein Video rausbringe, dann stecke ich da mega viel Mühe rein und ich überlege mir 2 bis 3 Mal, ob ich überhaupt ein Thema anspreche oder nicht. Ich habe mir auch 4 bis 5 Mal überhaupt überlegt, ob ich dieses Unboxing machen soll. Deswegen frage ich euch auch immer am Ende des Videos, wollt ihr mehr sowas sehen oder wollt ihr es weniger sehen? Schreibt mir das wirklich in die Kommentare, ob ich das nächste Mal auch ein Unboxing von irgendwas machen soll. Wenn es irgendwie ein Setup, Upgrade oder sowas gibt, schreibt es mir wirklich fucking in die Kommentare. Leute, ich gebe jedem da drunten, hier, da unten, ganz unten, gebe ich ein Herz, wenn er irgendwie kommentiert, ja, ich möchte ein Unboxing wieder sehen oder ich möchte kein Unboxing mehr sehen, ich möchte lieber Call of Duty sehen, ich möchte lieber Fortnite sehen, ich möchte lieber Battlefield 1 sehen, was weiß ich. Lasst es mir wirklich in den Kommentaren da. Wie gesagt, ihr werdet in den nächsten Videos dann auch das Rode im Einsatz sehen. Ich muss noch ein bisschen gucken, wie ich das hier mit dem Mikrofonarm hinbekomme. Ich habe das vorhin mit so einer Geldmarke dann doch noch irgendwie so hinbekommen, das hier alles so ein bisschen einzustellen. Bisher bin ich sehr zufrieden mit diesem Mikrofon und ihr werdet es ja wahrscheinlich auch in UX Uncuts hören, wenn ich da wieder mit dabei bin. In der nächsten Folge, wie gesagt, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst diesem Video eine Bewertung da, das habe ich schon sehr, sehr oft gesagt. Aber das war's von mir, das war das erste Unboxing hier auf UX Charlie, ihm sein Kanal.
Ciao.